die Horst Felix. Ein vom Trockenfrachter zum Schwerlastschiff umgebautes Unikat. Mit beispiellosen Möglichkeiten. Rund 200 Tonnen Stahl, unzählige Arbeitsstunden und die kompromisslose Bereitschaft, einen Trockenfrachter für die Anforderungen des Schwertransports zu adaptieren, waren die Grundlage für dieses nachhaltige Projekt. Das Ergebnis: ein universell einsetzbares Schwerlastschiff. Herausragende Stärke der Horst Felix sind allerdings multimodale Transporte unter Einsatz des Roll-on-Roll-off-Verfahrens. So geschehen beim Verfrachten eines etwa 300 Tonnen schweren Generators, der im Linzer Schwerlasthafen übernommen wurde. Über den speziell konstruierten Bug kann das Schiff unmittelbar mit dem Straßentransporter befahren werden. Hydraulisch gesteuerte Stelzen halten das Schiff dabei stabil. Mittels Trimtanks kann bei Bedarf die Bughöhe variiert werden. Nach wenigen Stunden war das Schiff zum Auslaufen bereit. Beladen mit einem etwa 12 Meter langen und 5 Meter breiten Generator. Auf der Straße wäre dieser Transport wirtschaftlich nicht durchführbar gewesen. Die Horst Felix bietet dazu aber ideale Voraussetzungen. Nach 2 Tagen waren die rund 300 Kilometer bis zum Zielort in Ungarn bewältigt. Über eine sogenannte Roro-Rampe konnte die etwa 500 Tonnen schwere Transportkombination vom Schiff ausrollen. Ein wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiger Transport. Die verbleibenden Kilometer bis zum Kraftwerk konnten auf der Straße zurückgelegt werden. Dort angekommen, wurde der Generator mittels Hubgerüst zur Zwischenlagerung abgeladen. Damit wurde der Transport unter Berücksichtigung größtmöglicher Wirtschaftlichkeit beendet. Horst Felix, ein Schwerlastschiff für den nachhaltigen Einsatz im Sinne multimodaler Transporte.